Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man muss sich schon sehr wundern über die Worte meiner Vorrednerin, die nach einem System einer Baukastenrede Inhalte versucht zu vermitteln, die von ideologischer, rhetorischer Kampfkunst geprägt ist. Und da muss ich sagen, wie wohltuend war doch die Rede von Herrn Stresser, der ausgewogen, ganzheitlich dargestellt hat, um was es gegangen ist, und dafür danke ich Ihnen. Viel schlimmer aber, Frau Buchholz, war, dass wir die Möglichkeit hatten, mit einer Delegation des Deutschen Bundestages in Begleitung unserer Verteidigungsministerin nach Mali zu fahren, um uns vor Ort einen Einblick zu gewähren. Und kurzfristig hat die Vertreterin ihrer Fraktion abgesagt. Das merkt man hier ganz genau, dass Sie gar nicht von Kenntnis sprechen, sondern von Ideologie. Und Sie nehmen die Sorgen und das Leid der Menschen nicht ernst. Und das ist das Verwerfliche an Ihrer Rede. Meine Damen und Herren, die Sicherheit Malis, das ist auch unsere Sicherheit. Und deswegen verlängern wir heute auch dieses EU-TM-Mandat. Konkretes Ziel ist es nämlich, die malische Armee in die Lage zu versetzen, selbst im Land für Sicherheit zu sorgen. Denn Sicherheit ist nun einmal die wichtigste Voraussetzung für eine zivile Entwicklung, für Infrastruktur und für Bildung und damit für Stabilität nach innen und nach außen. Und die Mission, die seit 2013 besteht, ist erfolgreich. 8 malische Gefechtsverbände wurden ausgebildet, damit fast 2/3 der malischen Landstreitkräfte ausgebildet zum Bau von behelfsmäßigen Brücken, zum Erkennen von Sprengfallen von IS-Kämpfern, ausgebildet zur Abwehr von Beschussangriffen und ausgebildet zur Sicherstellung zur Ersten Hilfe. Ausgebildet in Koulikoro, in der Nähe der Hauptstadt Malis, eben auch von der Bundeswehr unter der deutschen Führung. Und das ist ein Garant für eine sicherheitspolitische Gesamtstrategie. Und dazu leistet die Bundeswehr einen Beitrag. Und dafür danken wir auch ganz herzlich. Diese Gesamtstrategie setzt sich zusammen aus 4 wesentlichen Bausteinen, nämlich einmal der Bekämpfung terroristischer Kräfte durch französische Einheiten, aber auch eben durch eine zivile Mission GSVP, nämlich EUCAP Sahel, aber auch durch die Mandatierung von MINUSMA, nämlich einem Mandat der Vereinten Nationen, wo Deutschland auch einen Beitrag leistet, und eben auch EUTM Mali. Seit 2013 sind Gefechtsverbände ausgebildet worden, wiederholt ausgebildet worden, und das zeigt diesen Nachhaltigkeitseffekt auch dieses Auftrages. Gemeinsam leisten wir dies in der Völkergemeinschaft mit unseren Partnern für mehr Stabilität und Sicherheit. Und das ist richtig und notwendig, meine Damen und Herren. Warum eigentlich Mali? Weil Mali Teil eines Ringes ist von Syrien über Jemen, Somalia, über den Sudan und Tschad, der akut vom Terror bedroht ist. Und dabei dürfen wir auch Libyen nicht aus den Augen verlieren, um nämlich zu verhindern, dass sich dort der IS-Terror weiter einnistet. Und hier ist Mali eben ganz besonders gefährdet, nämlich unterwandert zu werden. Immer wieder ist dieses Land angegriffen worden vom IS-Terror, dieser Terror, der über Staatsgrenzen hinweg brutal mordend gegen Andersgläubige vorgeht, die Mütter tötet und Väter tötet und Kinder verschleppt. Ganze Regionen ist dadurch destabilisiert worden. Und das ist auch eine Gefahr für Europa und auch eine Gefahr für Deutschland. Und deswegen nochmals, ist die Sicherheit Malis auch die Sicherheit Deutschlands. Und deswegen ist diese Mandatierung notwendig. Wir haben erkannt, dass wir dort helfen müssen, wo Krisen entstehen, damit sie nicht zu wandern beginnen. Und je stabiler die Region in Mali ist, desto besser werden wir die Ursachen für illegale Migration auch beseitigen. Wenn es uns ernst ist mit dem Frieden und der Stabilität und der Sicherheit, mit der Bekämpfung von Fluchtursachen, mit der Reduzierung von Flüchtlingsbewegungen und der Wahrung von Menschenrechten, dann ist Mali der richtige Ort, um zu helfen, meine Damen und Herren. Und dieses Vorgehen im Rahmen der Ertüchtigungsstrategie der Bundesregierung hilft eben, Stabilitätsanker zu setzen, ganz nach dem Motto: Gib den Menschen keine Fische, sondern lehre sie zu angeln. Mali ist hierfür ein Beispiel. Beispielgebend für die afrikanische Region, für Tunesien und Nigeria, für Jordanien. Wie bitte? Ich
Ich habe gesagt, fragt sie doch erstmal, ob sie. Nee, was Sie danach gesagt haben. Das ist zum Kotzen. Das wiederhole ich auch gerne. Ja. Ich nehme den Ordnungspunkt, Frau Präsidentin. Es tut mir leid. Aber es steht im Protokoll. Ich will nur sagen, wir lassen das Leid der Menschen nicht aus den Augen. Wir helfen ihnen und deswegen machen wir Ertüchtigungsstrategien in Afrika, im Nahen Osten wie Jordanien und Irak. Zum Beispiel, um bei der Minenräumung den Menschen zu helfen, beim taktischen Vorgehen gegen Aggressoren. Und wir leisten auch Ausrüstungsmaterial und Ausbildungshilfe. Meine Damen und Herren, dort, wo Kriminalität, Terrorismus und Leid gedeihen, da gibt es keine Staatlichkeit. Dies immer eingebunden mit Diplomatie und ziviler Entwicklung. Und da ist die Bundeswehr gefordert. Die Sicherheitslage, das ist leider nun einmal so, hat sich grundlegend geändert. Die Bundeswehr leistet einen Einsatz in der Krisenbewältigung, in der Bündnisverteidigung. Sie hilft bei Ebola-Einsätzen oder auch bei der Registrierung hier von Flüchtlingen und der Unterbringung. Und dafür braucht sie auch die notwendige personelle, finanzielle, materielle Ausrüstung. Und deswegen möchte ich abschließend auch einmal Dank sagen unserer Verteidigungsministerin dafür, dass wir eine Trendwende bekommen haben, dass wir die Bundeswehr so ausstatten, dass sie diese Aufgaben auch erfüllen kann, nämlich auch vor den aktuellen Herausforderungen in Mali. Ich danke den Männern und Frauen der Bundeswehr und allen anderen Beteiligten, die zu dieser Stabilisierung, zu dieser Sicherheit und zu diesem Frieden beitragen, damit wir hier nämlich auch in Deutschland in Frieden und Freiheit leben können. Und deswegen bitten wir um die Zustimmung zu diesem Mandat. Herzlichen Dank. An die Adresse des Kollegen. Zu den parlamentarischen Gepflogenheiten gehört es, dass man sich mit Argumenten auseinandersetzt. Ja, wenn die Na, dann kann man Gegenargumente, wenn man mit den Argumenten nicht einverstanden ist, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die Gegenargumente hervorzubringen. Zwischenfrage, Intervention, das ist alles möglich. Ich bitte dann, diese parlamentarischen Gepflogenheiten auch zu beachten und sich mit Argumenten auch auseinanderzusetzen, aber eben argumentativ. Herr Schmidt.